Oh, da. Kronkorkenmine. Sie wissen nicht, wie man sich selbst eine Waffe baut. Bist du so? Jo, dann eben nicht. Oh, da. Sie haben bereits ein Exemplar davon. Nein, das gucken wir uns doch mal an. Notizen, gesucht, Chirurg. Ich erzähle Ihnen das nur, weil ich glaube, dass wir Ihnen vertrauen können. Haben Sie von den synthetischen Menschen gehört, die Sie im Commonwealth oben im Norden machen? Nun, die Gerüchte sind wahr. Sie nennen sie Androiden. Das sind Menschen wie wir. Nur bestehen sie eben aus mechanischen Körperteilen. Ich kenne so einen Androiden. Er sucht einen vertrauenswürdigen Arzt für eine Gesichts-OP. Sind Sie dazu in der Lage? Oder haben Sie eine Adresse? Kennen Sie außerdem einen hervorragenden Computerspezialisten? Es gibt keine Filme und keine Videos und so, Videospiele. Hilfe gesucht. Wenn Sie diese Aufnahme hören, wurden Sie für vertrauenswürdig befunden. Ist so ich leise. Hoffe sehr, dass das wirklich so ist, denn diese Aufnahme wird uns beide in Gefahr bringen. Ich bin auf der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch, ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor nichts Halt machen, um ihren Besitz wiederzuerlangen. Ich brauche einen Arzt im Rückland, um mich einer Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen. Und ich brauche jemanden mit speziellen Computerkenntnissen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Mach Sachen. Das war doch interessant. Da oben ist eine Uhr. So spät ist es aber nicht. Bitch. So. Sandmann. Achso, Hinterrücks, würde ich mal sagen. Okay. Wir speichern mal zwischen. So. Dann gehen wir nochmal zurück zur Klinik. Weil. War doch hier die Klinik, oder? Weil ich habe ja dem Drogentypen geholfen. Da ist er mir vielleicht jetzt total dankbar. Sie sind doch alleine hierher gekommen. Dann kann's ja nicht so schlimm um Sie stehen. Wissen Sie etwas über den Androiden auf der Suche nach Entschuldigung? Ich bin verletzt. Können Sie Verstrahlung? Oh, okay. Ich dachte, ich habe mich darum gekümmert. Naja. Irgendein Wichtigtuer aus dem Norden braucht eine OP und einen Computerfachmann. Ich kümmere mich nicht um diesen Mist. Und das sollten Sie auch nicht. Danke. Ja. Tschüss. Und ab geht's. Ich hoffe, Andy ist mal hier weg, oder war das Andy? Hallo. Ah, Manno! Wenn Es. Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Nehmen Sie sich einen Stuhl, wenn Sie wollen. Oh, stimmt ja, man kann ja auch nehmen. Okay. Will ich. Warte. Kriege ich Ärger, wenn ich das hochhebe? Das Hochheben bringt überhaupt nichts. Oh. Ich wollte mich mit euch hinsetzen. Wo geht ihr hin? Hä? Schlafen die hier? Wieso das denn? Ich wollte mit euch mich hinsetzen. Da. Wieder. Hallo. Hier ist es viel besser als bei Moriarty. Dort trifft sich echt nur Abschaum. Das war aber. Das hat sich gelohnt von eu für euch. Hinsetzen, ein bisschen wieder raus. Super. Behalten Sie Ihre Hände bei sich. Okay. Geil. 300.
Es soll im atomaren Glühen weggewaschen und im Feuer seines Herzens verbrannt werden. Aua, ich häng fest. Ja, dann gehe ich jetzt mal raus, würde ich mal sagen, ne? Weil die ganzen Sachen da oben kann ich immer noch verholen und verkaufen. Das ist jetzt auch immer nicht so wichtig. Ah, ich habe immer noch zu viel Gewicht. Der gepanzerte, den werde ich jetzt anziehen. Ich habe nämlich gerade was? Den Helm ziehe ich an. Ist dumm, wenn man nicht weiß, ob es besser oder schlechter ist. Wartet kurz. Das hier habe ich. Nee, was habe ich gerade an? Laufe ich gerade nackt rum? Oh! Na dann. Auf jeden Fall haben wir hier den gepanzerten. Das machen wir jetzt einfach. Juhu! Sieht bestimmt cool aus. Und die Brille schützt nicht wirklich. Das heißt, das bringt auch nichts. Hat aber auch kein Gewicht. Also es ist egal. Dann, wie komme ich denn auf 167? Boah, sieht das doof gut aus. Das Ende des Schmerzes erfahren und den Glanz des Atoms kennenlernen. Bestimmt können wir auf dem Weg viel einsammeln. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder verkaufen. Und dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Ich habe immer noch sehr viel Angst davor, aber... Hallo. Und? Wie lief die Plünderung? Ah, okay. Ja, ja. So. Blöde Bitch. Damit will ich das gleich, will ich das später reparieren. Aber das kann ich auch mit der eigentlich machen. Mit Schalldämpfer, wie cool. Ich könnte das auch verkaufen hier. Was soll's. Ich möchte das weghaben und... ich weiß es nicht. Und da unten dieses extrem schwere. Da, das ist 15. Das kann weg. Noch irgendwas, was schwer ist. Tunnelschlangen-Outfit. Och, das ist ja ein bisschen... Das ist ja cool von meinem besten Freund Butch. Das will ich irgendwie nicht weggeben. Schmutzige Vorkriegs-Business-Kleidung. Ist auch so toll. Ach Mann. Gucken wir mal hier. Eichhörnchen. Das ist alles... Gibt mir ja alles noch Sachen, ne? Das ist ja alles gut. Das sollte man vielleicht nicht verkaufen. Aber bei Sonstiges mache ich mal jetzt weg. So, okay. Kommt die roten Teller. Kann weg. Der Metalllöffel kann weg. Metallkoch. Na, Schnapsgläser. Schraubenschlüssel will ich noch behalten. Für später vielleicht irgendwann. Oh mein Gott. Sensormodule. Will ich das schon verkaufen? Der Toaster kann weg. Trinkgläser, das Clipboard, das Geld, dann kriege ich 50. Vorkriegsgeld. Einmal der weiße Teller, Wunderkleber, das will ich irgendwie noch behalten, ich weiß nicht warum. Ich habe immer das Gefühl, da kommt noch irgendwas. Medizinisches Clipboard, das kann weg. Leere Whiskyflasche, glaube ich, auch. Kochplatte. Hole ich jetzt doch nicht. Die Bücher können weg. Tassen. Kanne. Haarklammer nicht. Grüner Teller. Ich denke mal, das wird alles ziemlich gut. Ach, viel Geld gibt es aber nicht. Großes Buch. Großes verbranntes. Eine Gaffel. Was ist denn eine Gaffel? Eine Waffel? Nee.
Eine Gabel und eine... Keine Ahnung. Ja. Gaffel kann auch weg. Bleistift will ich behalten. Baseballhandschuhe und Baseball auch. Vielleicht ist da irgendwann da, dass da so ein Junge oder sowas ist und dann will er mit uns spielen und sagen wir, ja, hier, lass uns Baseball spielen und dann, ja, yeah, wir sind beste Freunde und so. Ist doch schön. Jo, 75 Kronkorken. Thanks. Gute Jagd. Und immer. Und jetzt müsste ich eigentlich. Yes, 98 nur noch. Juhu! Jetzt gehen wir mal raus, komm. Genug in dieser ekligen Stadt. Da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen und so, aber einmal gehen wir jetzt mal raus. Hallo. Ich bin auf der Suche nach Wasser hierher gekommen, aber sie handeln nur mit Ansässigen. What? Aber eigentlich müsste ich doch Wasser bekommen jetzt von ihm. Ich bin doch derjenige, der das Wasser gerettet hat. Wir speichern mal. Neuer Spielstand und wir können ihn nicht benennen. Ist in Ordnung. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Unterhaltungserfolge 2. Erfüllte Aufgaben 4. Eingenommenes Red Away. Hä? Haben wir eigentlich noch genug Waffe? Also für die Waffe noch genug? Pistole. 61 noch. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ihnen einen schönen Aufenthalt. Was ist das denn? Willkommen in Megaton. Hallo Crow. Crow. Willkommen. Mein Name ist Crow. Hallo. Ich reise durch das Land und verkaufe Schutzkleidung. Und Sie haben Glück, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Sie sehen wie jemand aus, der gejagt wird. Aber ich darf mit Stolz sagen, dass meine Ware Sie sogar vor den Klauen des Todes persönlich schützen kann. Jo, dann erzähl mir was über die Handelskarawane. In meiner Karawane verkaufe ich Kleidungs- und Rüstungsteile, die den Körper schmücken und gegen die Gefahren einer brutalen Welt schützen. Meine Reisen führen mich von Canterbury Commons an Orte, die Schutz brauchen. Schließlich wird dort am besten bezahlt. Okay. Was mir gerade auffällt, es wird sehr viel gesprochen und sehr viel geredet und sowas. Und Fallout 3 ist einer der beliebtesten Spiele? Da wird gar nicht so viel geschossen und getötet und so und viel geredet und viel zugehört. Klicken die Leute sich durch oder gibt es wirklich, dass Leute zuhören? Können Sie mal etwas reparieren? Ich muss los. Nö, ich will kaufen. Sehen Sie sich um. Vielleicht gefällt Ihnen ja etwas. Stimpack ist immer gut. Gucke ich dann später. Kleidung. Brahmim Hautoutfit. Hä? Outfits an so Münzen ist... Im Ödland. Blastmeisterrüstung. Oh, okay, sieht böse aus. Dann haben wir hier Lichtbogenhelm. Naja. Steppenrüstung. Strahlenschutzanzug. Sturmjägerhut. Das ist alles scheiße. Was ist denn nochmal wahr? Oh Mann. Waffen? Nein. Ich weiß es nicht. Wir haben hier Stärke, was ist denn wahr? Wahrnehmung, genau, ach ja. So kann man die also erhöhen. Wow, okay. Ja, aber das ist jetzt nicht so meins. Wir können ja mal kurz gucken, wie viel wir von diesem wichtigen Zeug haben. Wo ich den Namen immer vergesse. Stimpack, da. Wir haben 4 Stück. Ich denke mal, das schaffen wir aber noch bis zum nächsten. Gute Reise. Halten Sie Abstand vom Tor. Hallo. Oh, eine Frau. Ich bin nur hier, um die Ware zu beaufsichtigen. Okay. Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Oh, Entschuldigung. War nicht so gemeint. Dann wollen wir mal. Wir müssen gen Norden war das, glaube ich. War das doch, oder? Da. Oder? Wie waren da Quest nochmal? Aufgaben. Tritt in seine Fußstapfen. In Springwell mit Silber fertig werden. Medizin und Super-Duper-Markt finden. Genau. Das klicken wir an. Der vielfältige Mensch. Blutverwandtschaft.
Das machen wir dann. Hilfe für die Ausgestoßenen. Jo, nicht von dieser Welt. Nö, das hier. Das Ödland wollen wir, das wollen wir jetzt machen. Und das heißt... Guck mal, hier sind die Orte. Da unten sieht man die Orte. Und das hier ist die Quest, die wir aktiviert haben. Glaube ich. Nee, Miki, tut mir leid. Noch mehr will ich dir nicht geben. Uiuiuiui. Wenn es plötzlich hier rumgeht um die Landschaft, da ist mit der Framerate aber so ein bisschen Schicht im Schacht. Man findet nichts irgendwie rumliegen oder so. Ha. Ist ja wirklich trostlos. Ha. Traurig irgendwie. Falls mich irgendwas angreifen möchte. Oh. What the fuck? Rechter Flügel. Warte. Linker Flügel. Nee, warte. Nein, zurück. So. Linker Flügel. Und dann in den Kopf. Und dann nochmal einen Rumpf. Und los. Ich bin böse. Wie ich die Flügel verkrüppelt habe. Fand ich lustig. Blähfliegenfleisch. Ach, schön. Man denkt, hier liegt überall was. Scheinbar nicht. Kann es sein, die Tiere einfach nur größer geworden sind? Ah, okay. Weiter geht's zum Markt. Ah, ich habe so Angst. Man denkt, an jeder Stelle ist was. Ich gehe immer zu dem Wassertank da. Oder was auch immer das ist. Ich muss auch ein bisschen unten rauf gucken. Da soll auch gezeigt werden, wenn Gegner in der Nähe sind. Aber erstmal schön hier natürlich dieses verlassene Whatever angucken. Wann macht man nicht V? Just saying. Achso, hier war die Toilette. Da liegt einer drin! Da hat aber gerne jemand gebadet. Oh, sehr gut. Alles nehmen. Genau das brauchte ich. Dort sind Kühe. Die werden nicht getötet? Können die sich wehren? Okay, das ist alles schön. Das nehme ich mir alles mit. Oh, warum hat sie denn noch keiner vorher? Stangenzigaretten. Richtig viel wert. Geil. Kleines verbrannte Buch. Ja, komm. Chinesische Armee. Trainingshandbuch für Spezialeinsätze. Cool. Gleich angucken. Gleich angucken. Gegenstände. Hilfe. Da. Trainingshandbuch. Für Wert 50. Kann ich das lesen? Schleichen um 1 erhöht. Warte, um 1 nur? Hätte ich sie lieber verkaufen sollen. Na, dann wiederum 1, ne? Da kann ich... Mehr kann ich woanders später beim nächsten Level up hin tun. Lustig, lustig. Lustig, lustig. Muss ich ja mal sagen. Hier ist ein Regal. Das einzig Nervtötende ist, dass es so nah ist. Das nervt ein bisschen. Ach, Handy, hör auf. Metallkochtopf, das brauche ich nun nicht wirklich. Im Ofen ist eine Zündflamme. What? Ah, ein Teddybär, den kann ich wegschießen, hat sie doch gesagt. Wenn ich ihr helfe. Es ist so ein bisschen sehr nah alles. Kann man das nicht irgendwie ein bisschen ändern?
Ich möchte überall raufklettern, aber das ist aber nicht so ein Spiel. Oh, warte, den Turm noch angucken. Fast vergessen, bevor wir da runtergehen zum Auto und so. Ah, seht ihr? Kernspaltung-Batterie. Aha, aha, aha. Oh, die sind aber schwer. Den Altmetall. Ja, die Tasse brauche ich aber eigentlich nicht. Und das Messer auch nicht. Das heißt, nee, komm. Man muss ja wirklich ein bisschen Acht geben. Das finde ich jetzt seltsam. Ich weiß, ich finde es irgendwie gut, weil, wie gesagt, bei anderen Spielen, bei anderen Rollenspielen oder sowas, übertreibt man es ein bisschen, weil man alles einsammeln kann. Was ist das? Ah, nichts. Finde ich gut, dass man immer läuft. Ich hasse es, wenn man immer eine Taste gedrückt halten muss, wenn man laufen möchte. Okay. Gibt es einen Kofferraum? Geil, so sehen unsere Autos mal aus. Interessant. Boah, ist das. Aber das ist ein Erkundungsspiel, ne? Nein, die sind alle tot! Verwesene Brahmin-Leiche. Oh. Bin ich über dich rübergestiegen, das tut mir leid. Oh, das stinkt bestimmt. Eigentlich könnten sie ja mal. Warum eigentlich nicht? Wollten sie ja mal machen, aber sie gehen da nicht weiter an der Idee. Man kann ja ganz leicht so ein kleines. Eine Schatulle gibt es, also so ein Programm. Und das löst dann aus, dass ein bisschen Duft rauskommt. Also einen bestimmten. Ist eigentlich total einfach, total easy. So ein kleines Pst oder so. Und daher eigentlich kein Problem. Bloß das wollen die Leute halt nicht riechen. Aber da könnte man dann so zum Beispiel, man kann heutzutage ja alles hinbekommen. Und dann könnte man, wenn man irgendwie mit Eis ist, so Schnee oder so, oder Wälder, Geruch, an dich weiterleiten. Nur ein bisschen, nur unterschwellig. Das würde dann so das mehr, noch mehr das Gefühl geben, dass du da bist. Ich meine, 3D ist auch schon so. Liegt das jetzt schon so lange hier rum? Muss ich da rein? Nein, scheinbar ist es egal. Oder? Warte, Y? Nein. Düm-di-düm, Mülltonne. Nichts in der Mülltonne? Glaube ich irgendwie nicht. Oh, die Penner gehen immer zuerst zur Mülltonne, habe ich das Gefühl. Oh, da unten. Was ist das? Hä? Was ist das? Das sind doch Zigaretten, oder nicht? Okay, dann eben nicht. Ui! Ui! Achso, warte. Ach, was soll's. Sei ruhig. Oh, hi! Diese Monster, die werden mich kriegen. Monster? Diese Dinger, es kommen immer mehr. Wollen wir Baseball spielen? Machen Sie, dass das aufhört. Stärke. Man hat am Anfang so viel. Ich habe einfach nichts angegeben. Naja. Wir lassen uns eine Zeit. Hey Kleiner, ich bin groß und stark und kann mich um dich kümmern. Beruhig dich doch, es wird alles gut. Wenn mir nicht erzählst, was das Problem ist, kann ich dir auch nicht helfen. Oder sag mir nur, ich sag's nur einmal, hör auf zu heulen. Stärke. Sie sehen stärker aus als die anderen Erwachsenen. Warum? Können Sie mich beschützen? Wieso bin ich stärker? Diese großen Dinger, ganz graded schwimmen von ihnen und sie haben alle Leute umgebracht. Bitte, bitte suchen Sie meinen Papa. Oh. Das war unfair, das Letzte. Du siehst aus wie ein leckeres Monsteressen. Ich werde deinen Vater suchen, was ist hier passiert? Wo ist dein Haus? Das kann man nicht. Gibt es große, eklige Dinger, die auf sechs Beinen herumkriechen.
Sie haben riesige Zähne und schnappen sich alles, was ihnen über den Weg läuft. Mein Papa nannte sie immer verdammte Ameisen. Ja. Naja, das war halt seine Bezeichnung. Ich nenne sie einfach Feuerameisen. Jo. Kann man sie auf irgendwelche spezielle Art verletzen, hä? Mein Papa hatte ein Gewehr, mit dem er die Dinge abknallen konnte. Aber er sagte, das seien die beklopptesten Ameisen aller Zeiten gewesen. Er riet allen, auf ihre Antennen zu schießen. Wie auch immer er das gemeint hat. Listen, listen! Hey! Nein, diese Viecher sind erst in den letzten paar Monaten aufgetaucht. Zuerst liefen sie nur vor der Stadt herum. Aber dann kamen sie in die Stadt und... Naja, den Rest wissen sie ja. Bist du 10? Willst du eine Waffe? In Ordnung. Was ist denn? Es war früher irgendwie schön. Dort hat uns keiner belästigt. Ich glaube, das lag daran, dass wir so nah bei Washington waren. Wir waren 7 Leute und wohnten in alten, großen Häusern. Ich glaube, ich bin als einziger übrig. Alle anderen wurden von diesen Viechern geholt. Kannst du die anderen in der Stadt sehr gut... Halt die Fresse! Kannst du dir die anderen Stadt sehr gut... Ich habe die Leute nicht gut gekannt. Keiner ist lange in Greenwich geblieben. Die Ruinen von Washington sind nicht besonders schön, um dort zu wohnen. Papa hat auch immer davon geredet, bald wegzuziehen. Wir waren ungefähr seit einem Jahr hier. Wer hat sonst noch gewohnt? Abgesehen von mir und Papa gab es dort Dr. Lesko, der bei uns wohnte, und dann noch Will Brandes mit seiner Mama und seinem Papa. Ich glaube, sie sind jetzt alle verschwunden. Du warst nicht befreundet mit dem anderen Will Brandes? In Ordnung. Kann ich dich etwas über die Leute fragen? Nur zu. Es ist auf jeden Fall nett, überhaupt mit jemandem darüber sprechen zu können. Doc. Das war ein seltsamer Mann. Er hat Papa ein paar Kronkorken dafür bezahlt, ihm zu helfen, eine Hütte zu bauen und viel Kram hineinzutragen. Nämlich. Papa nannte ihn einen Eierkopf, aber ich weiß nicht wieso. Weil sein Kopf hat ja gar nicht so sehr wie ein Ei ausgesehen. Und wo hat er gewohnt? Er hat seine ganze Zeit in dieser Hütte neben unserem Haus zugebracht. Jedes Mal, wenn ich da reingeschlichen bin, hat er vor diesem seltsamen Fernsehgerät mit den grünen Wörtern gesessen und auf Tasten gedrückt. Stimmt, du kennst ja gar keinen... Oh mein Gott, du hast gar kein iPhone. Brian, dir geht's wirklich gut. Du hast aber keine Freunde, also... Haben die mit iPhone aber auch nicht, aber nicht verraten. Keine Ahnung. Was wollte der Doktor? Er war ein netter Mann, wollte aber nie mit mir spielen. Ja. Wir haben kaum miteinander geredet. Ich weiß nur, dass er weg war, als die Ameisen kamen. Ich glaube, sie haben ihn erwischt. Ein älterer Mann, der Doktor ist und nicht auf kleine Jungen steht? What a twist. Hatte er irgendwelche seltsamen Sachen? Weiß nicht. Er hat allen möglichen Krimskrams gehabt. Kisten mit ganz vielen Lämpchen, ein paar merkwürdige Flaschen aus Glas. Nein. Ach, warten Sie mal. Er hat auch einen großen, scheppernden, glänzenden Mann gehabt. Der war irgendwie ulkig. Na dann. Ja? Erzähl mir von der Familie Brandes. Naja, da gab's Will. Er war sowas wie mein Freund. Und dann war da noch sein Vater und seine Mutter. Wo haben die Brandes gelebt? Eigentlich genau gegenüber. Es war schon klasse, einen Freund ganz in der Nähe wohnen zu haben. Keine Fernbeziehung. Du und Will, ihr wart also gute Freunde, ja? Ja, Will war super nett zu mir. Ich glaube, er war ein Jahr älter als ich. Er hat sogar seine Comicbände mit mir geteilt. Ich habe fast ganz Greenwich erforscht. Ich glaube, darum stören mich die Ameisen nicht. Ich habe gute Versteckplätze. Oh, wie schrecklich das Leben. Was mit Wills Eltern? Seine Mutter war auch nett. Sehr ruhig. Aber sie hat sich immer um mich und meinen Papa gekümmert, wenn wir drüben waren. Ich glaube, sie war traurig, dass meine Mutter nicht mehr da war. Wills Papa war... Naja, ich will dir nicht böse sein, aber er war irgendwie unheimlich. Richtig gute Synchro. Wow. Wills Papa war unheimlich? Inwiefern? Erzähl's dem fremden Mann. Er beobachtete mich und meinen Vater ständig. So als würde er uns nicht über den Weg trauen. Er starrte uns immer vom Fenster seines Hauses aus an und machte Notizen. What? Will hat gesagt, sein Vater war ein alter Soldat oder sowas, aber er mochte den Job nicht und ist aus der Armee ausgetreten. Okay. Hat doch einen eigenen Sohn. Ja? Ich hätte noch andere Fragen. In Ordnung. Habe ich aber nicht wirklich. Was ist denn? Wo ist dein Haus? Suchen Sie nach dem Haus in der Nähe des Schildes, das am Boden steckt.
Es ist in der Nähe des Restaurants. Kaum zu verfehlen. Ja, ich muss eh überall hin. Wirklich? Ich suche jetzt. Was würden Sie tun? Vielen Dank. Mein Haus ist das neben dem großen Schild im alten Restaurant. Bitte, finden Sie meinen Vater und bringen Sie ihn dazu, zurückzukommen. Falls Sie noch was Nützliches einfällt, sag es mir. Ich kann es. Ah, 36%. Gibt es irgendwo einen Unterschlupf für dich? Naja, da gibt's den kleinen Unterschlupf neben dem alten Restaurant. Papa hat mir gesagt, ich soll da wegbleiben. Aber ich glaube, es ist sicher. Ich gehe rüber und warte drin. Schnell zurück!